Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es um eine Art Serientipp gehen, denn ich habe in den letzten Tagen eine Serie gesuchtet, die es seit dem 31.03. bei Netflix gibt und es ist, ja, ihr seht schon am Titel, Tote Mädchen lügen nicht. Ja, ich habe vor 4 Jahren gefühlt das Buch von Jay Asher gelesen. Es war ja so ein Jugend-Thriller-Drama, was damals in aller Munde war. Da es auch schon sehr lange, ich glaube über ein Jahr, auf der New York Times Bestsellerliste war, bis es dann wirklich in über 14 Länder verkauft wurde und übersetzt wurde und so natürlich dann auch bei uns. Und ich habe damals lange überlegt, ob das ein Buch für mich ist, weil bei Dramen, das geht mir oft halt wirklich sehr an die Nieren. Und ich habe es damals gelesen und vielleicht finde ich noch meine Rezension dazu, da packe ich euch die mal in die Infobox. Und es geht um Hannah, ein Mädchen, das uns von Anfang an erzählt, dass sie tot ist, dass sie Selbstmord begangen hat und sie hinterlässt 13 Kassetten. Und die landen bei Clay und Clay hört sich diese Kassetten im Buch zumindest innerhalb einer Nacht an und erfährt so 13 Gründe für den Selbstmord von Hannah, denn der Originaltitel des Buches und auch der Serie ist im Grunde 13 Reasons Why, also 13 Gründe warum, was ich einen sehr guten Titel finde. Bei den Tote Mädchen lügen nicht, könnte man etwas anderes erwarten, wie ich finde, aber es ist jetzt auch nicht extrem schlecht. Ja, Clay ist also unser Protagonist und führt uns im Grunde durch die Geschichte. Er erzählt uns im Grunde, was er hört, was er dabei empfindet, welche Gedanken er gegenüber Hannah hat und erfährt ganz viel über diese Mobbingzeit, die Hannah im Grunde an der Highschool mitmacht, was ja für sie letzten Endes dazu gesorgt hat, dass sie eben sich selbst umbringt. Und dieses Buch damals hat mich unglaublich beklemmend zurückgelassen und einer der Gedanken damals war, zum Glück habe ich es nicht gehört. Denn ich glaube, wenn man ein Hörbuch hört, wo im Grunde jemand Kassetten hört und die eben von einer Toten besprochen sind, das hätte ich damals unglaublich creepy gefunden und war tatsächlich sehr, sehr froh, dass ich es im Grunde einfach nur gelesen habe. Und es hat mich damals mit einer Beklemmung zurückgelassen und mit einem Entsetzen über diese Welt, was Menschen einander antun und was es eben bei Menschen auch auswirken kann. Denn Hannah ist eben ein Mensch, der sehr viel auf sich bezieht, der auch sehr schnell Dinge einfach negativ dann irgendwann gesehen hat und letzten Endes hatte sie nur noch einen Ausweg. Und das ist natürlich, wenn das ein junger Mensch denkt und macht, ist das natürlich schon ein bisschen heftig. Im Buch wurde wirklich sehr feinfühlig mit dem Thema Suizid bei Jugendlichen umgegangen. Ich fand wirklich, das war kein Kamera draufhalten, kein Schuldigen direkt suchen, sondern eben man hat mit diesem allgemeinen Mobbing an Schulen, was machen soziale Netzwerke und so weiter, damit wurde im Grunde gespielt und das wurde sehr nachdrücklich auch im Buch wiedergegeben. Die Serie hat schon vorher für Aufregung gesorgt, denn es sind eben genau diese 13 Folgen in Staffel 1, die eben auch diese 13 Kassetten sozusagen darstellen, die uns Hannah hinterlässt. Und ich war von der Serie wirklich, ich sag mal, ab der zweiten Folge begeistert. Ich mochte, wie uns Clay die Geschichte erzählt, wie es uns gezeigt wurde, dass wir nicht nur einfach erzählt bekommen, wie Hannah war oder wie es ihr passiert, sondern dass wir es gesehen haben. Wir haben also immer Rückblicke zu einer Hannah, die eben noch vor dem Leben strotzt, die glücklich ist, die immer wieder versucht, das Leben gut zu sehen, glücklich zu sehen und auch glücklich zu werden und aber halt irgendwie, manchmal nicht die Kurve bekommt und man weiß ja von Anfang an, was passiert, denn die Kassette beginnt ja damit, wenn du das hörst, dann ist mir das und das passiert und hier erzähle ich dir, warum. Und sie erzählt eben wirklich über diese Menschen, die sie dazu gebracht haben. Es ist natürlich ein bisschen Teenager-Drama, das ist gar kein Thema, es ist eine Teenager-Serie, aber eine qualitativ sehr hochwertige Serie und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt Szenen in der Serie, die ich unter 16 Jahren niemandem empfehlen würde. Und das wird auch zu Beginn der geraden letzten 4 bis 5 Folgen immer wieder eingeblendet, wie extrem diese Szenen sind, dass sie verstörend sind und dass man sich darauf vorbereiten muss. Und obwohl ich wusste, was passiert, obwohl ich wusste, wie es hingeht, wie ich wusste, was passierte, war ich am Ende wirklich fix und fertig. Ich habe die letzten 3 Folgen
nur noch gebannt auf mein Handy geguckt. Ich habe gebannt der Geschichte gefolgt und ich war ja wirklich ein Rack am Ende der Folgen und musste dann mitten in der Nacht meine Therapeutin anrufen, meine Schwester, die, glaube ich, in Folge 8 gerade war, und musste meinen Kummer von der Seele reden. Und mich hat das wirklich bis ins Mark berührt, auch kaputt gemacht. Es hat wirklich etwas herausgerissen und mit einem Gefühl zurückgelassen, man muss etwas ändern. Man muss einfach miteinander viel mehr aufeinander aufpassen, sich viel mehr umeinander kümmern und sich auch einfach mal anlächeln. Und das eben ein schönes Wort, auch keinem weh tut. Die Serie fand ich wirklich gelungen gemacht, eine tolle Umsetzung. Ich würde sogar sagen, sie ist ziemlich nah am Buch. Ich habe jetzt natürlich das Buch vor Jahren gelesen, kann keinen genauen 1:1-Vergleich machen. So, der größte Unterschied, der mir in Erinnerung ist, dass eben Clay im Buch tatsächlich die Geschichte in einem anhört, man in der Serie aber so, glaube ich, 2-3 Wochen Zeit hat und ihm eben immer wieder folgt. Und so natürlich auch die Charaktere einem viel näher kommen als im Buch, weil man eben sieht, wie leben die Charaktere, was ist ihnen passiert. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass die Charaktere so handeln, wie sie handeln? Und das fand ich tatsächlich sogar einen Hauch besser als damals im Buch, weil das hat mir im Buch so ein bisschen gefühlt auch gefehlt, so rückblickend betrachtet. Wie gesagt, das Buch ist jetzt 4 Jahre her. So ganz genau kriege ich die Unterschiede nicht mehr zusammen. Wirklich sehr gut umgesetzt, auch wirklich diese Switche zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, dass man relativ immer mal so ein paar Momente hat, wo man überlegt, welche Zeit haben wir gerade und sind wir gerade Clay in der Gegenwart oder sind wir Hannah in der Vergangenheit, und dass diese Bilder sich eben mischen und das wirklich ganz, ganz großartig gemacht wurde. Auch der Spannungspegel war wirklich so ab Folge 3 unglaublich groß, sodass ich wirklich auch 3-4 Folgen am Stück geguckt habe und eigentlich froh war, dass ich dann diese Woche in der Spätschicht verweilte und morgens so einen Hauch länger schlafen konnte, weil mich die Geschichte dann echt nicht mehr losgelassen hat. Ich mochte den Gedanken, den die Serie und auch die Geschichte, das Buch im Grunde rüberbringt und wozu eben Menschen einfach auch indirekt fähig sind. Und man kann es natürlich sagen, auch Hannah hat einen sehr leichten Weg gewählt. Das zu beurteilen, finde ich aber persönlich sehr, sehr schwierig. Ich fand es wirklich gut, wie mit den verschiedensten Mobbing- und Gewaltmomenten umgegangen wurde, dass das sehr menschlich war und sehr nah war und sehr intim war. Und ich glaube, das war auch im Grunde genau wieder das, was mich so mitgerissen hat und so fertig am Boden zurückgelassen hat. Und ich wirklich die letzten 3 Folgen mehr mit Taschentüchern vor meinem Handy saß, als tatsächlich wirklich nur so viel vom Bild gesehen haben. Auch zur schauspielerischen Leistung kann man sagen, dass das wirklich großartig gespielt war. Im Grunde sehr unbekannte Schauspieler. Clay wird gespielt von Dylan Minnette. Noch nie gehört, hat glaube ich schon ein bisschen was in Serien und so gedreht. Hannah Baker von Catherine Langford. Ein Mädchen, das eine unglaubliche Mimik hat, das unglaublich viel über ihre Augen macht, fand ich großartig. Tony, ein Nebencharakter als ein guter Freund von Clay, den ich sehr mochte, gespielt von Christian Navarro, fand ich auch großartig. Und nach zweimaliger Überlegung, wessen Stimme ist das, habe ich dann auch herausgefunden, dass es die Stimme von Peter Mellark aus Tribute von Panem ist. Und dann hat auch noch die als Mutter von Hannah hat die Schauspielerin mitgespielt, die man aus Grey's Anatomy kennt. Ich habe es leider den Namen nicht vor Augen mehr. Und ich finde ein ganz, ganz toller Cast, auch die Nebencharaktere, wirklich nicht einfach 0815 Karriere, die wirklich in die Tiefe gehen und die Schauspieler das wirklich großartig mit Mimik hinbekommen, dann die Musik, die dazu kommt, das ist so eine Mischung, die es wirklich sehr, sehr gut macht, die die Serie sehr hochwertig macht, sehr echt anfühlen lässt und die mir wirklich unglaublichen Spaß gemacht hat. Und ich mochte wirklich die beiden Hauptcharaktere, Hannah und Clay, in diesem Zusammenspiel und wirklich die Mimik war hier wirklich der Hammer. Und man sieht eben auch bei Hannahs Eltern wirklich die Trauer, die der Tod von der Tochter hinterlässt. Und man spürt eben in diesen Momenten, wie schwer das eigentlich ist und wie schwer das sein muss. Und dass man es eben auch gar nicht greifen und begreifen kann. Und das haben wirklich alle Schauspieler unglaublich gut hingebracht. Und es war wirklich keiner, der irgendwie negativ aufgefallen ist. Natürlich gibt es auch Charaktere, die man nicht mag, die man vielleicht sogar hasst. Aber selbst die sind eben nicht einfach schwarz
schwarz-weiß, sondern ja eben auch mit so gewissen Grautönen. Und das war auch schon im Buch sehr, sehr gelungen, die Charakterzeichnung nicht nur von den Hauptcharakteren, sondern eben auch von den Nebenschauspielern, Charakteren, die wirklich großartig waren. Also wirklich großes Kino. Schauspieler, Musik, Schnitt, wirklich ganz, ganz toll. Also für alle die Serie interessant finden, spannend finden, schaltet auf jeden Fall mal rein. Ich empfehle auf jeden Fall 2-3 Folgen anzusehen, dass man in die Geschichte reinkommt. Und man sollte sie nicht als typische Teenie-Serie abtun, denn das ist sie wirklich nicht. Überhaupt nicht. Denn die Gefühle, die darin beschrieben werden, die Dinge, die passieren, die können eben jedem passieren. Und hier hat man eben einfach Jugendliche, denen das eben passiert. Es ist natürlich ein bisschen Melodram und manchmal denkt man sich als über 30 Jahre Mensch, Hannah, reiß dich mal zusammen oder auch all die anderen, die in irgendeinem Kinderlitzchen ein Problem haben, aber es gibt da eben auch sehr tiefgreifende Probleme und die werden hier besprochen, die werden direkt angesprochen und regen einen wirklich zum Nachdenken an. Von mir wirklich eine Serienempfehlung und auch im Nachgang natürlich noch eine Buchempfehlung, je nachdem, wie ihr das im Grunde gerne am liebsten habt. Ich muss wirklich sagen, mich würde es direkt wieder interessieren, das Buch einfach nochmal zu rereaden. Mal gucken, vielleicht kriege ich das hin. Es ist mir tatsächlich sehr an die Nieren gegangen, was man vielleicht heute so ganz frisch auch noch merkt. Ich habe wirklich heute Nacht nicht gut geschlafen und mir gehen sehr viele Dinge durch den Kopf und das hat diese Serie geschafft. Das ist so ein bisschen ein wirkliches Drama mit Thriller-Effekten, so ein bisschen, ja, Jugend ist natürlich dabei, aber auch nur, finde ich, weil eben die Jugendlichen die Protagonisten sind. Eine wirkliche Empfehlung von mir. Ich würde mich natürlich jetzt dafür interessieren, habt ihr die Serie schon geguckt? Kennt ihr das Buch? Habt ihr vor, die Serie auf Netflix zu schauen? Schreibt mir das natürlich gerne mal in die Kommentare, auch wie ihr diese Themen in Büchern und Serien seht, also diese Selbstmordgedanken, dieses Mobbing, was macht Social Network, Media. Erzählt mir gerne mal, was ihr so ein bisschen von diesen Themen haltet. Lasst uns da ein bisschen drüber quatschen, um vielleicht auch die Geschichte so ein bisschen miteinander verarbeiten zu können, insofern sie euch vielleicht genauso mitgerissen hat wie mich. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.